Ich bin nicht richtig und es war für mich das Schlimmste, dass alle sehen konnten, wie ich da halt alleine stehe. Ich habe mich vor mir selbst geekelt. Ich war wie in so einem Gletscher. Ich war eingefroren innerlich. Ja, es ist eine Sucht. Also man ist süchtig danach, noch dünner zu werden. Und wenn ich mich im Spiegel gesehen habe, das war irgendwie ein fremder Mensch. Gemobbt und ausgelacht. Für Lena Flettermann ist die Schulzeit eine einzige Qual. Sie versteckt sich in dunklen Ecken, um den Demütigungen zu entkommen. Doch vergebens. Und irgendwann glaubt sie den Lügen der anderen und hasst sich selbst. Den Grund für das Mobbing versteht sie erst viele Jahre später. Hallo Lena. Hi. Die Schulzeit, besonders nach der Grundschule, war ja der reinste Horror für dich. Wie sah diese Zeit aus? Also am Anfang war es schon so, dass ich eigentlich viele Freundinnen hatte und war auch in der Schule eigentlich eher jemand, der ja gerne quatscht, irgendwie Quatsch macht, redet. Und dann war es halt irgendwann so, dass sich immer mehr Menschen von mir abgewendet haben. Und ich habe das aber selber gar nicht so verstanden. Mhm. Und ja, irgendwann war halt dann niemand mehr da. Und ich weiß, dass ich in der Pause dann immer ja in dieser Ecke, wo wir sonst immer alle zusammenstanden, dann ganz oft alleine stand. Und irgendwann habe ich mich halt so geschämt dafür, dass ich alleine stehe, weil das für mich ein Zeichen dafür war, ich bin nicht richtig. Und es war für mich das Schlimmste, dass alle sehen konnten, wie ich da halt alleine stehe. Und dann habe ich mir halt Ecken gesucht. Also wir hatten zum Beispiel eine Treppe bei uns in der Schule, wo ich mich da unter der Treppe immer versteckt habe. Also Pause hat angefangen zu läuten. Genau. Du bist einfach an allen vorbei. Und dann bin ich immer unter die Treppe gegangen. Und okay. Ja, da sind dann aber auch öfter mal dann Leute vorbeigekommen. Und ich glaube, dass manche auch extra dahergegangen sind. Und ich habe dann auch die Blicke gesehen und das Tuscheln und das Lachen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mich noch mehr zu verstecken, weil es dann halt auch so war, dass im Unterricht dann oft Sätze zu mir gesagt wurden. Und ich hatte dann ja auch so ein paar Spitznamen. Also unter anderem wurde ich immer Flatterhexe genannt. Also am Anfang haben das viele noch so ein bisschen, glaube ich, als lustig empfunden oder lustig gesehen. Und ich habe tatsächlich das auch erstmal so ein bisschen mich drüber lustig gemacht. Und dann kippte der Tonfall. Aber und irgendwann du wusstest kippte ganz genau. Das und es kamen immer mehr Namen dazu. Und es war dann auch so, als ich mich dann auf dem Schulhof, da war ich dann gar nicht mehr. Ich habe mich dann auf der Toilette versteckt und habe mich wirklich da auch geduckt, dass da keiner drüber gucken kann. Und es war dann aber so, dass zum Beispiel an der Wand, da standen immer ganz viele Sätze und irgendwelcher Quatsch geschrieben. Und dann standen da halt eben auch Sachen über mich oder meine Spitznamen. Und das war so für mich auch dieser Moment, so ich kann dem nicht entfliehen. Es ist egal, wohin ich gehe. Ich kann mich nicht unsichtbar machen. Kannst du beschreiben, wie es dir innerlich ging? Ich habe an meinem Aussehen, an meiner Art zu sprechen, an allem quasi nur Schlechtes gesehen. Ich habe nur Fehler gesehen. Und ich habe dann auch angefangen, quasi innerlich selbst ganz, ganz schlecht mit mir umzugehen. Also es ging so weit, dass es Tage gab, wo ich mich nicht mehr im Spiegel angucken konnte, wo ich auch nicht mehr zur Schule gehen wollte und dann auch sogar ja mich bewusst irgendwie verletzt habe, dass ich nicht mehr zur Schule gehen musste, weil es an manchen Tagen, ich hatte so panische Angst und ich war in so einem absoluten Dauerstresszustand. Also es gab nie eine Minute, wo ich das Gefühl hatte, jetzt kann ich mal entspannen. Weder im Unterricht noch in der Pause. Und erst wenn ich zu Hause war in meinem Zimmer, dann fiel alles von mir ab. Damals hat sich der Waschzwang bei dir oder entwickelt, ein Waschzwang. Was ist das genau oder wie hat sich das bei dir entwickelt? Hast du das gemerkt, dass auf einmal irgendwas nicht mehr normal ist, sondern dass du da Grenzen überschreitest und dass das zwanghaft wird? Ja, es war auch sehr schleichend. Also es fing auch schon relativ früh an, dass ich als Kind oft so Schwierigkeiten hatte, andere zu berühren und oder mich berühren zu lassen, dass ich mich manchmal so ein bisschen dann, ich hatte das Gefühl, irgendwie schmutzig zu sein, also gar nicht vom anderen, sondern ich dem anderen gegenüber.
Und das hat sich dann immer weiter ausgereift, so dass ich zum Beispiel Türklinken gar nicht mehr anfassen konnte. Also ich hatte wirklich Angst davor, Türklinken anzufassen, weil ich also ich habe quasi den Dreck gesehen und ich denke mal, dass das so auch so ein bisschen bildlich gesehen für das ist, was ich von den anderen mir übernommen habe. Also diese Worte. Du bist dreckig. Genau, ich bin eklig. Also das war so das, ja, ich habe mich von mir selbst geekelt. Und es war dann auch so, dass ich das alles von mir abwaschen wollte. Und dann habe ich ganz oft einfach immer meine Hände gewaschen. Ich habe bestimmte Gegenstände nicht mehr angefasst. Ich habe die dann zum Beispiel, die Türklinken habe ich immer mit dem Fuß zu Hause geöffnet. Und in der Familie ist das schon öfter mal aufgefallen. Und da wurde es aber, ja, ich habe mich da selber dann immer so ein bisschen drüber lustig gesagt und habe so ein bisschen, ja, Späße darüber halt gemacht. Das heißt, deine Familie hat das mitbekommen, aber sie wussten jetzt gar nicht, dass das so dauerhaft schon bei dir war, dass das anfängt, krank zu machen oder dich krank zu machen? Nee, also ich glaube, das war von außen nicht sichtbar. Und mit deiner Mutter, mit deinem Vater, mit deinen Geschwistern, konntest du nicht mit denen reden? Also ich hätte auf jeden Fall mit denen reden können, aber ich wollte gar nicht, weil ich mich geschämt habe. Also ich habe ja auch über das Mobbing gar nicht gesprochen, weil ich dachte, wenn meine Eltern das wissen, dass ich gemobbt werde, dann müssen die ja auch denken, dass an mir irgendwas falsch ist und dass ich was falsch gemacht habe. Dann schämen die sich auch für mich. So waren meine Gedanken. Also es haben meine Eltern mir nie irgendwie so beigebracht, aber es war einfach innerlich so. Und so war das dann mit dem Waschzwang auch. Also ich habe das extrem versteckt so. Kannst du mir Beispiele nennen? Du sagst Mobbing. Hast du Beispiele vor dem inneren Auge, was so Auslöser waren, dass warum du gemobbt wurdest? Was passierte? Also ich denke schon, dass ich auf eine Art anders war. Ich glaube, ich war manchmal einfach total verrückt. Vielleicht hatte auch zu verrückte Ideen, waren manchmal auch zu laut, weil ich auch immer so diese zwei Extreme in mir hatte. Also ich war manchmal total chaotisch und konnte auf der einen Seite total extrovertiert sein und dann aber wieder total introvertiert. Als Kind so, als Jugendlicher? Ja, immer schon. Das klingt schon für mich so ein bisschen nach diesem großen Themenbereich Hochsensibilität, das heißt, dass du sehr, sehr viel wahrnimmst, auch ADHS, weil das sind ja alles diese sehr aktiven Themen oder Dinge, die sehr, sehr intensiv sind, aber die von den meisten Leuten nicht als normal empfunden werden. War das so etwas? Ja, also ich versuche mich immer so ein bisschen von meiner Diagnose ADHS wegzubewegen, weil es für mich halt auch so ein Schubladendenken ist. Aber ich würde mich ja als hochsensibel beschreiben. Und das bedeutet, dass ich eben immer sehr stark das fühle, was andere fühlen. Also ich fühle das, wenn jemand sich zum Beispiel verletzt, dann fühle ich den Schmerz in dem Moment. Und dann habe ich auch so eine tiefe Empathie, dass ich dem Menschen einfach helfen möchte. Und da vergesse ich mich manchmal selbst. Und ja, zum Beispiel hatte ich, als ich mal noch ein kleines Kind war, da hatte ich das immer ganz extrem, auch bei Tieren, habe ich mal eine Schnecke im Garten gefunden, wo das Schneckenhaus zerbrochen war. Und es war für mich so schrecklich, diese Schnecke da liegen zu lassen, dass ich diese kleinen Teile zusammengesucht habe und dann die mit Sekundenkleber zusammenkleben wollte. Und als ich das nicht konnte, war das für mich ganz, ganz schlimm. Ich habe da sehr drunter gelitten, wenn ich das Leid sehen musste. Oder ich bin mal einem Obdachlosen, sind wir als Kinder mal begegnet, das weiß ich noch. Und diese Traurigkeit in seinen Augen, die hat mich so tief berührt, dass ich noch Wochen später für diesen Mann gebetet habe. Und so als kindliches Gebet. Ja. Genau. Und ich hatte immer so trotzdem aber auf der anderen Seite auch dieses Licht in mir, dass ich Menschen immer total berühren wollte und einfach zum Lachen bringen wollte. Und deswegen habe ich mich dann manchmal auch selbst einfach gar nicht mehr so ernst genommen und habe halt mich viel immer verkleidet als Kind. Im Kindergarten hatten wir so einen ausgehöhlten Fernseher, da habe ich immer mit Puppen drin gespielt, um die anderen Kinder zum Lachen zu bringen. Das heißt, dass diese Lena war dann auch in der Schulzeit, und das war dann wahrscheinlich für deine
Freundinnen für die Mädels zu anstrengend, die war zu aufmerksam, die hat ständig alles kommentiert, die hat ständig irgendwie gefühlt und das war dann der Punkt, wo man sich dann so langsam aber sicher von dir distanzierte und sich, weil du nicht normal warst. Genau. Dadurch kam das Mobbing. Genau, also ich denke, dass man das auch mit der Introvertiertheit nicht so ganz zusammenbringen konnte. Also diese ganze Hochsensibilität, die tiefe Empathie, dieses Mitgefühl, das war alles in mir. Das war nach außen nicht so sichtbar. Und mein Mut und dieses Verrückte und einfach lustig sein und Lebensfreude, das war dann oft sehr stark nach außen gerichtet, was dann, glaube ich, manchmal einfach zu viel war. Und ich bin dann auch sehr rebellisch geworden, kamen dann viele Partys dazu. Ich bin auch oft dann einfach immer über Nacht zu Hause weg gewesen, irgendwo hingefahren, habe ganz viel Quatsch gemacht. Und zu der Zeit kam dann halt eben auch noch ganz extrem das Körperliche hinzu, dass ich dann angefangen habe, diesen ganzen Selbsthass total auf meinen Körper zu beziehen. Und ich habe mich als zu groß empfunden. Als zu dick? Und genau, erstmal zu kurvig irgendwie, dann war natürlich auch die Zeit, wo man dann immer fraulicher wurde. Und dieses ganze Weibliche habe ich von mir innerlich dann auch abstoßen wollen. Und auf der anderen Seite wollte ich aber auch irgendwo gerne eine Frau werden. Und das war, ich hatte so einen ständigen Kopf, also so einen Kopfkrieg einfach, weil ich immer ja das Gefühl hatte, ich muss irgendwas an mir verändern, irgendwas muss ich tun, damit ich richtig bin. Damals hast du diese Essstörung entwickelt, die Bulimie, Ess- und Brechsucht. Später warst du magersüchtig. Du hast ganz, ganz wenig gewogen. Und du hast uns ein Bild geschickt, wie du damals aussahst, als die Essstörung dich komplett im Griff hatte. Das ist ziemlich krass. Was sagt das über dich aus? Kannst du was dazu sagen? Ja, also wenn ich mir das Bild so angucke, dann sehe ich auf jeden Fall nicht mich. Also das bin nicht ich. Und ich glaube, das war auch damals der Grund, warum ich dieses Foto gemacht habe oder diese Fotos von mir, weil ich für mich, glaube ich, selber wahrhaben wollte, wie ich eigentlich aussehe. Weil wenn ich mich im Spiegel gesehen habe, das war irgendwie ein fremder Mensch. Und trotzdem war es immer noch nicht richtig. Also selbst auf diesem Bild habe ich mich noch als zu dick empfunden. Ich habe mich mit anderen verglichen und habe immer noch gedacht, dass ich mehr bin. Und ich wollte im Grunde genommen verschwinden. Und selbst dieses immer mehr Abnehmen war eigentlich zu wenig. Also wenn ich auf der Waage stand, ich hatte immer eine Zahl vor Augen und wenn ich aber diese Zahl dann erreicht hatte, hat es auch nicht gereicht. Dann ging das Kopfkino wieder los und du musstest mehr und genau, noch weniger. Es ist eine Sucht. Also man ist süchtig danach, noch dünner zu werden und dann kommt halt immer kurzzeitig auch dieses euphorische Gefühl, wenn du auf der Waage stehst und du hast diese Zahl erreicht, dann denkst du dir, wow, ich habe es geschafft, ich habe etwas geschafft. Ich habe Macht über mein Leben. Genau, also die Kontrolle einfach und auch die Kontrolle, glaube ich, über diese negativen Gefühle, weil ich das damit wirklich unterdrückt habe, diesen ganzen Schmerz und Selbsthass. Ich war wie in so einem Gletscher, ich war eingefroren innerlich und dennoch immer auf der Suche nach irgendetwas. Und ich wusste aber nicht, was es ist und wie ich da rauskommen kann. Interessant ist, dass eine Kursleiterin, glaube ich, zu dir mal einen sehr interessanten Satz gesagt hat. Was hat sie genau gemeint oder was hat sie genau gesagt und was hat das mit dir gemacht? Ja, also meine Schulleiterin hat irgendwann auch durch den Religionsunterricht gemerkt, dass ich auf der Suche bin und dass ich auch einen Glauben habe. Also ich habe ja immer schon geglaubt, aber dass ich noch gar nicht so richtig weiß, was dieser Glaube ist und an was ich glaube und wie ich das... Weil du hast ja auch als Kind schon gebetet, für die Schnecke zum Beispiel. Genau, also ich habe immer schon an einen Jesus geglaubt, der mein Freund ist, der gut ist und nicht strafend. Also ich hatte einen behüteten, einen schönen Glauben auch aus meinem Elternhaus mitbekommen. Und als ich dann eben auf der Erzieherschule war, da war Glauben auch immer ein großes Thema. Und meine Schulleiterin hat dann damals zu mir gesagt,
Lena, ich fühle, Gott sucht sie. Und dann hat sie halt diese Idee gehabt, weil sie selber öfter so Glaubenswochenenden veranstaltet hat, mich halt mal mitzunehmen. Und dann war ich an so einem Wallfahrtsort und dann saß ich da und ich fing an zu beten und habe gesagt, also irgendwie, wenn du da bist, Gott, dann lass es mich wissen, dann lass es mich fühlen. Und ich habe da gesessen und es kam alles irgendwie zur Ruhe in mir und dennoch war da dieser Lärm in meinen Ohren. Also es war wirklich, die Stille war so laut, die Stille war für mich lauter als alles, was ich vorher erlebt hatte, weil ich nicht wusste, wie ich diese Leere füllen kann. Und es war so ein bisschen so, als würde in diesem ganzen Lärm, in diesem Getöse um mich herum so eine leise Stimme von Jesus flüstern, ich bin da. Du sagst Jesus, hast du noch mal eine Begegnung mit Jesus gehabt? Genau, dann haben wir irgendwann eine große Klassenfahrt gemacht mit der gesamten Schule nach Assisi. Und ich bin da irgendwie mit überhaupt keinen Erwartungen hingefahren. Und dann sind wir aber in diese Basilica Santa Chiara, wo halt dieses Kreuz von San Giacomo hängt. Und von diesem Kreuz soll Jesus ja damals zu Franziskus gesprochen haben und ihm gesagt haben, geh hin und bau die zerstörte Kirche wieder auf. Und ich weiß halt noch, dass ich dann da in dieser Kirche rumgelaufen bin und dann irgendwann habe ich mich vor dieses Kreuz gesetzt und ich habe das angeguckt und ich konnte nichts damit anfangen. Es war für mich altmodisch, altbacken. Ja, und dann habe ich nach oben geguckt und das war ein Moment, den kann man mit Worten nicht beschreiben. Also ich habe gesehen, wie seine Augen mir direkt ins Herz geschaut haben. Nicht mir in die Augen, sondern in mein Herz. Ich hatte das Gefühl, angesehen zu werden in meiner ganzen Einfachheit und trotzdem, dass alles von mir gesehen wird. Und ich habe in dem Moment das erste Mal das Gefühl gehabt, so wie ich bin, bin ich richtig. Und ich hatte ein Gefühl von absolut bedingungsloser Liebe in mir. Und ja, wenn ich daran denke, dann erfüllt mich das mit kompletter Liebe, weil ich versuche das so ein bisschen immer gerne damit zu erklären, dass ich stelle mir vor, dass eine Mutter, die das erste Mal ihr Kind im Arm hält, diese Gefühle hat. Und ich saß da und ich konnte einfach loslassen, ich konnte einfach sein. Und plötzlich wurde alles ruhig in mir und alles herum, um mich herum war einfach gar nicht mehr da. Und ich konnte das aber kurzzeitig gar nicht glauben, weil ich dann auch wieder kurz so einen Gedanken hatte, ja, aber ich habe das gar nicht verdient und ich darf das nicht spüren, ich habe das nicht verdient. Und dann habe ich weggeguckt und habe die Augen geschlossen und habe dann mir innerlich auch gesagt, das hast du dir jetzt eingebildet, das stimmt gar nicht. Und dann habe ich wieder hochgeguckt, aber seine Augen waren immer noch lebendig. Es war als, ja, ich weiß nicht, ob ich das visuell gesehen habe, aber ich habe es gespürt, dass seine Augen, und es waren nur seine Augen, der Rest, den habe ich gar nicht mehr gesehen, aber ich habe gespürt, wie seine Augen mich angucken. Und ich war einfach nur erfüllt von Liebe. Und ich war so ruhig. Plötzlich war alles still und ich konnte die Stille aushalten. Und ich hatte noch nie zuvor in meinem Leben, egal was ich alles Schönes erlebt hatte, aber ich hatte noch nie so ein schönes, erfüllendes, ruhiges Gefühl. Und es war auch gar nicht so extrem euphorisch, sondern es war ganz ruhig. Es war einfach ganz ruhig. Angekommen? Ja. Der Gott, der dich gesucht hat, hat dich gefunden, würdest du das so sagen? Ja, und gesehen. Und in dem Moment war ich einfach Lena. Und ich war einfach richtig. Und ich konnte es auch annehmen, weil er mich ein
zweites Mal angeguckt hat, als ich wieder hochgeschaut habe. Es war nicht weg. Es war quasi so dieses Prüfen, wenn ich jetzt weggucke und wieder ich bin und wieder gucke, bist du dann immer noch da? Liebst du mich dann immer noch? Und er war da. Ja. Wenn ich da jetzt nochmal rausgehe, aber Lena hatte immer noch die Essstörung. Lena war immer noch magersüchtig. Warum hat Jesus dich nur angeguckt? Warum hat er dir nicht geholfen? Warum hat er dich nicht gesund gemacht? Also ich denke, dass bei mir das Wunder im Kleinen lag. Denn diese ganz schreckliche Zeit, die ja über viele Jahre ging, fast ein ganzes Jahrzehnt, die kam ja erst danach. Und auch diese Momente von sterben wollen. Und ich glaube, dass dieses Erlebnis eine Vorbereitung oder eine Kraftquelle für all das war, was kommen würde, um da durchzukommen. Ich weiß, es gab dann auch diesen Moment in einem Traum, wo was ganz Besonderes passierte. Und das war ja eine Wende. Kannst du davon erzählen? Ja, also ich war viele, viele Male stationär und habe mich aber immer wieder selber entlassen, weil ich gemerkt habe, das, was ich hier in der Klinik kriege, das hilft immer nur ein bisschen. Aber es ist nicht das, was ich brauche. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann in dieser Klinik diesen Traum, wie ich auf diesem Berg stehe und all diese Menschen, die mir sagen, was ich zu tun oder zu machen habe und die mich so verletzt haben, die stehen da unten. Und ich brüll plötzlich wie ein Löwe. Ich habe eine Kraft in mir. Ich schaff das. Ich kann das. Und dann habe ich mich am nächsten Tag entlassen, obwohl ich ja total abgemagert war und auch mir gesagt wurde, das ist gefährlich. Aber dieses Ich schaff das, das war in dir drin. Dieses Bewusstsein, ich war der Löwe, der das geschrieben hat. Okay, dann hast du dich entlassen. Genau. Wie ging es weiter? Alle waren natürlich total schockiert, dass ich mich wieder mal entlassen habe, gerade zu dieser Zeit, wo ich auch fast nichts mehr war. Und ich wusste aber irgendwie in mir, irgendwas ist richtig. Und dann habe ich einfach ein Zelt ins Auto gepackt, in mein kleines Auto, meine 7 Sachen und bin einfach ans Meer gefahren. Normalerweise nehmen Magersüchtige eine Waage mit. Ja, die habe ich auch mitgenommen. Ich habe alles, was ich mitgenommen habe, war irgendwas. Ich habe gar nichts kontrolliert. Die einzige Kontrolle, die ich quasi im Gepäck hatte, war diese Waage, weil ich Angst davor hatte, zuzunehmen. Also ich hatte panische Angst davor. Ich hatte teilweise Todesängste, wenn diese Zahl zugenommen hat. Das war für mich schlimm. Okay. Und dann bin ich halt auf dem Weg an einer Brücke vorbeigekommen. Und dann hatte ich so einen Impuls, ich habe gar nicht drüber nachgedacht und habe mich dann da hingestellt ans Geländer und habe einfach intuitiv diese Waage ins Wasser geworfen. Und in dem Moment, wo das passiert ist, habe ich schon wieder Angst gekriegt, weil ich dachte, oh, wo kriege ich denn jetzt eine Waage her? Wie kann ich denn jetzt kontrollieren, wie viel ich heute Abend wiege? Und ich habe aber so diesen Impuls gehabt, irgendwie, das muss jetzt sein. Und dann bin ich weitergefahren und bin dann irgendwann am Meer angekommen und ich weiß noch, wie ich da so durch die Dünen gestapft bin, auch völlig kraftlos. Aber ich habe so eine Sehnsucht gespürt und dann war ich da am Strand, am Meer und ich habe mich auf dem Boden gekniet, bin so hingefallen, habe einfach meine Hände geöffnet und ich habe gesagt, Gott, Jesus, wenn du da bist und wenn es dich wirklich gibt, hier, ich gebe dir alles. Ich gebe dir jetzt einfach mein Leben. Ich gebe es dir. Und ich gebe dir meine Essstörung. Ich gebe dir meine Gedanken. Alles, was ich bin, meine Träume, meine Wünsche, ich gebe es dir. Und leg du in meine Hände, was zu mir gehört, und nimm das raus, was mir nicht gehört. Und dann kam wieder dieses Gefühl der Ruhe. Ich wurde innerlich ganz ruhig. Und ich saß da. Ich weiß keine Ahnung, wie lange ich da saß. Aber ich konnte ganz ruhig lächeln, weil ich wusste, ich krieg das hin. Jesus. Ich schaffe das. Ja, und es saß Jesus neben mir. Es war, als hätte er die Hand auf meiner Schulter und würde sagen, du brauchst jetzt gar nicht an morgen denken und auch nicht an später. Und dann war ich da und habe mir dann auf einmal einfach ein Fischbrötchen gekauft. Und ich dachte so, okay. Das sind jetzt aber Kalorien.
ich esse es jetzt einfach. Und ich habe dieses gesamte Fischbrötchen aufgegessen, wo ich Wochen davor nicht mal ein halbes Brötchen gegessen habe. Und das war für mich, ich konnte es gar nicht begreifen. Aber trotzdem muss man auch ehrlich sagen, da war auch ganz viel Angst. Ich hatte Angst danach und auch währenddessen und auch immer wieder. Also ich habe dann in dieser Zeit da am Meer, ich bin immer wieder irgendwo anders hingefahren und habe immer mehr zugenommen, aber ich wusste auch gar nicht, wie viel. Also insgesamt war es dann nachher 6 Kilo in dieser Zeit und ich kam dann ein paar Wochen später nach Hause. Und das würdest du heute sagen, dass du die Essstörung überwunden hast? Du sitzt jetzt hier vor mir, bist nicht mehr so abgemagert. Hast du sie überwunden? Also ich denke, ein Teil davon ist noch immer in mir und schlummert in mir. Die Angst, diese Fragen und diese Sätze sind immer noch da, okay. Aber ich habe mittlerweile für mich gelernt, dass das nicht meine Stimme ist. Also wenn ich im Kopf spüre, diesen Gedanken, ich bin nicht richtig oder ich muss abnehmen, ich bin zu dick, dann weiß ich ganz genau, okay, ich sag der Stimme jetzt einfach, was sie zu tun hat. Nämlich einfach die Klappe zu halten. Und manchmal stehe ich wirklich vorm Spiegel und sage, jetzt halt mal einen Sabbel. Darum geht es jetzt nicht mehr. Es geht jetzt um andere Dinge im Leben. Und ich kann diese Stimme immer wieder wegschieben. Und ja, deswegen ist sie, also ich führe da manchmal ab und zu noch so meine inneren Gespräche, so wenn die wieder anruft. Aber irgendwann lege ich dann halt auch auf und dann erreicht sie mich nicht mehr. Und es gibt Zeiten, wo ich immer noch mal, ja, auch Schwierigkeiten mit dem Essen habe und ich achte schon noch sehr darauf, was ich esse. Aber ich zähle keine Kalorien mehr. Ich stelle mich nicht ständig auf die Waage. Ich hasse mich nicht mehr. Ich kann mich annehmen. Ich weiß, dass dieser Körper richtig ist und dass Gott den so geschaffen hat und dass ich so sein darf, wie ich bin. Und dein Anderssein, deine Hochsensibilität, fällt dir das noch manchmal auf an dir oder wie gehst du damit um? Ja klar, also ich habe immer noch sehr, sehr intensive Gefühle, aber ich kann es für mich jetzt besser annehmen. Und wenn ich merke, es wird zu laut oder ich werde innerlich unruhig oder ich fühle zu viel, dann ja, finde ich für mich immer Möglichkeiten, um mich wieder zur Ruhe zu bringen. Also was mir sehr hilft, ist einfach die Natur. Ich gehe liebend gerne in den Wald, auch manchmal stundenlang und führe dann auch einfach Gespräche mit Gott. Ich danke ihm ganz viel. Ich habe immer wieder meine Gebete, die ich so im Tag integriere. Ich meditiere viel und vor allen Dingen, ja, schäme ich mich nicht mehr für diese Hochsensibilität. Es ist anstrengend für viele, auch für mich selbst, aber es ist auch eine Gabe und ein Segen. Und wenn ich das für mich nutzen kann und vielleicht auch manchmal für meine Umwelt und mich trotzdem abgrenzen kann, dann ist es richtig und dann darf es so sein. Lena, danke, dass du heute hier warst. Dankeschön. Ein Gott, der dich sieht, der dich liebevoll anschaut und dich nicht verlässt. Lena Fleddermann hat ihn kennengelernt und schöpft aus der Beziehung zu ihm neue Zuversicht. Und das Beste ist, dieser Gott möchte auch zu dir eine Beziehung aufbauen. Sagst du ja? Versuch es doch, es lohnt sich. Mach's gut und bis bald.